Nicht bei jedem Objekt können Standardlösungen verwendet werden. Manchmal müssen bestimmte Anforderungen erfüllt werden, die besondere Lösungen erfordern. Wenn wir den Auftrag unseres Kunden für die individuelle Lösung erhalten haben, beginnen wir mit der Erstellung der Konstruktionszeilen. Diese brauchen wir im Anschluss für die Montage des Produkts im Anlagenbau. Nachdem wir nun das richtige Produkt für unseren Kunden ausgewählt haben, kommt nun die entscheidende Frage, welches Material verwenden wir. Hier haben wir unterschiedliche Platten, Materialien in unterschiedlichen Stärken, die wir nun für die Lösung unseres Produktes einsetzen. Nachdem wir das richtige Material ausgewählt haben, wird es nun in Form gebracht, zugeschnitten oder ausgefräst, sodass wir es im nächsten Schritt weiterverarbeiten können. Wir befinden uns jetzt in der Montagelinie. Hier wird das Produkt zusammengebaut. Die vorgefertigten Teile werden hier eingeschweißt und weiterverarbeitet. Nachdem wir die vorgefertigten Baugruppen in unser Produkt eingeschweißt haben, beginnen wir mit der Montage der Pumpentechnik. In dem besonderen Fall kommt ein Ecolift XL zum Einsatz. Bei dieser Entwässerungslösung nutzen wir das natürliche Gefälle zum Kanal und damit den direkten Weg für die Entwässerung. Und wenn dann alle Qualitätsprüfungen durchgeführt wurden, kann das Produkt unser Werk verlassen und sich auf den Weg zum Kunden begeben.